Willkommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 21, Verkehrsentlastung während der Baumaßnahmen auf der Bautzer Straße und der Loschwitzer Brücke. Einreicher ist hier Fraktion Die Linke. Herr Mattes, bitteschön. Ja, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier muss man jetzt nicht zu viel dazu sagen, außer dass es in der Entwicklung des Antrags insofern interessant war, als wir ihn gestellt haben, dann sind wir noch davon ausgegangen, dass es zu einer zeitlichen Überlagerung kommt, der Bauarbeiten auf der Bautzner Straße und der Bauarbeiten am Blauen Wunder. Danach sieht es ja nun in der Zwischenzeit eher nicht mehr aus. Ich gehe davon aus, dass die Baumaßnahmen auf der Bautzner Straße beendet sind, bevor an die am Blauen Wunder zu denken ist. Insofern haben wir es im Ausschuss in einer sehr kreativen Phase gemeinsam den Antrag modifiziert, den neuen Bedingungen angepasst, also speziell auf die Bauarbeiten am Blauen Wunder abgestellt und nach Möglichkeiten gesucht, während dieser Zeit Verkehrsentlastung zu schaffen mit kreativen Maßnahmen. Wir haben da einiges kontrovers diskutiert, im Ausschuss uns letztendlich auf drei Dinge geeinigt. Zeitweise der Suche nach der Möglichkeit nach einem zumindest zeitweisen P&A-Platz, um dort zu ermöglichen, dass Leute, die gerade aus dem Osten nach Dresden einpendeln, dort die Chance haben, zumindest auf die Straßenbahnlinie 11 umzusteigen, beziehungsweise auf den Busverkehr. Zweites, ganz wichtiges Thema, die Ertüchtigung der Fährverbindung in Niederpeuritz. Wir wollen diese Fährverbindung sozusagen berufsverkehrstauglich machen. Das heißt, sie müsste eher beginnen und später aufhören. Also sie muss komfortabler werden, damit auch ein Teil der Leute tatsächlich die Chance hat, mit dem Fahrrad oder zu Fuß mit der Fähre dann auf die andere Elbseite zu wechseln und dort die entsprechenden Anschlüsse zu nutzen. Und das Dritte ist im Ausschuss dann noch hinzugekommen auf Anregung, ich glaube, es war von den Grünen oder von der CDU, ich habe es jetzt vergessen, es war jedenfalls alles große Gemeinsamkeit, auch noch über einen zeitweise zusätzlichen Radweg nachzudenken. Es sind alles Prüfaufträge, die wir werden uns sicher im Stadtentwicklungsausschuss dann im Detail noch damit beschäftigen müssen, wenn dann die Ergebnisse der Prüfung vorliegen. Ich bitte Sie aber heute zunächst erstmal diesen Prüfaufträgen zuzustimmen, damit wir damit vorwärts kommen. Vielen Dank. Soweit zur Einbringung. Mir liegen darüber hinaus, ich sage mal, anderthalb Wortmeldungen vor, deswegen die nur aufgerufen. Herr Böhm. Ach, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja nun mal ein Antrag. Der hat ja nun mehr als einen Jahresring. Ich weiß nicht, wie oft der Kollege Mattes den Antrag verschoben hat. Ich weiß nicht, wir haben uns zigfach vorbereitet. Ich habe dann zum Schluss schon einen Überblick verloren, wie wir damit umgehen wollten. Sind ja Dinge dabei. Der Punkt A, der ist ja rausgefallen, Sola an der Straße, der Parkplatz. Das hat ja, ich sage mal, Verwaltung und Gerichte haben das Thema ja erledigt. Das Thema temporärer P&R-Parkplatz ist uns natürlich auch sehr wichtig, wenngleich wir natürlich auch sehen, dass das schwierig ist in der Umsetzung, aber dieser Antrag kann da nochmal helfen, ein bisschen Druck auf die Verwaltung zu machen. Kostenlosen ÖPNV halten wir für nicht sehr sinnvoll, weil auch die Nutzer den nur auf der Linie 11 hätten und mit der Linie 11 kommen sie halt nur ein Stück runter den Berg und viele wollen doch auch in andere Richtungen fahren, das halten wir nicht für sinnvoll, so ist es ja auch, deswegen hat es keine Mehrheit gefunden. Den Fährbetrieb, da sage ich ganz ehrlich, das mag zwar für die Gastronomen hilfreich sein, aber die Ausweitung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der früh morgens oder spät abends übersetzt und dann da durch Halblaubegast bis zur Straßenbahn oder bis zum Bus läuft. Ich glaube, da ist die Fähre einfach zu weit weg, um dass sie wirklich eine Entlastung wäre für die Loschwitzer Brücke. Und dann kam uns in der Ausschussbehandlung noch so die Erinnerung, also mir kam die Erinnerung an einen früheren Antrag zur Loschwitzer Brücke, wo damals noch Gunter Thiele und ich handstreichartig
das Thema Interimsradweg auf dem Körnerweg untergebracht haben. Und siehe da, die Verwaltung hat es nach vielen, vielen Jahren geschafft, wo nichts ging mit Denkmalschutz, doch da eine Interimslösung hinzukriegen. Also haben wir uns dann doch in einer kontroversen Diskussion dazu entschlossen und haben etwas formuliert, dass man so etwas Ähnliches jetzt doch versuchen könnte im Zuge der Baumaßnahmen mit einem provisorischen zweiten Elberadweg entlang der Loschwitzer Brücke, um dort die bekannten Probleme auf den Radwegen mit viel zu viel Radfahrern und viel zu wenig Platz ein Stück weit zu lösen. Vielleicht nützt ja dieser Antrag noch ein Stück weit, dass das Thema vielleicht im Zuge der Baumaßnahmen doch ein Stück weit gelöst wird, denn wir haben ja gesehen in Kaditz, in der Flutrinne und auch unterhalb der Elbschlösser, dass es geht mit Interimswegen, auch im Landschaftsschutzgebiet. Wir würden hier gerne eine punktweise Abstimmung haben und insbesondere punktweise, also für uns wäre an sich der Punkt 2c separat abzustimmen. Danke. Aber das verstehe ich jetzt nicht. Aber muss man vielleicht auch nicht. Es gibt hier ein federführendes Ausschussvotum, in dem der Punkt 2c abgelehnt ist. Okay. Gut, weitere Wortmeldungen. Herr Engel. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin mir, also bei diesem Punkt 2e, den Herr Böhm jetzt hier gerade schon erwähnt hat, da sollten wir, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, ob wir uns hier als Stadtrat überhaupt noch ernst nehmen. Es gibt, dieser Punkt ist so unkonkret und oder nicht umsetzbar, wie man ihn überhaupt nur formulieren kann, im Umfeld der Loschwitzer Brücke. Sie schreiben ja nicht mal, welche der beiden Elbseiten Sie eigentlich wollen. Sie haben von der Verwaltung auch schon im Ausschuss gehört, dass da kein Weg reinführen wird. Das würde ich vielleicht auch nochmal um Stellungnahme von GB6 oder GB7 auch bitten. Nein, weil wir können natürlich hier gerne irgendwelche Dinge wild beschließen. Das wurde ja heute auch von der CDU-Fraktion schon mal angemahnt, dass es nicht immer sinnvoll ist, hier alles Mögliche zu beschließen, nur damit man es beschlossen hat, sondern dass man vielleicht auch die Sinnhaftigkeit hinterfragen sollte. Das würde ich bei dem Punkt 2e wirklich machen. Also ich halte es wirklich für unrealistisch, dass wir hier während einer Bauphase kilometerlang Asphaltbänder über die Elbwiesen ziehen und dass das irgendwer in dieser Stadt genehmigen wird. Also ich glaube, da besteht schon noch mal ein qualitativer Unterschied zu einem Weg, der schon da ist, wo ich eine andere Oberfläche aufbringe. Das ist etwas anderes und das sollten wir vielleicht auch anders behandeln und sollten hier nicht den Eindruck erwecken, dass das funktioniert, wenn es am Ende nämlich nicht funktionieren wird. Da sollten wir uns als Stadtrat, glaube ich, ein Stück weit ernster nehmen. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich erstmal außer Herrn Mattes nicht. Deswegen können wir das vielleicht gleich zum Schlusswort werden lassen. Bitte schön, Herr Mattes. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hätte ich jetzt aufs Schlusswort verzichtet, wenn mich jetzt nicht Herr Böhm verwirrt hätte. Weil ich gehe davon aus, dass wir auf der Basis des Ausschussberichtes abstimmen. Und wir haben ja auch nichts anderes heute beantragt. Und es ist in der Tat so, da der Punkt C bereits im Ausschussbericht abgelehnt ist, haben wir das eigentlich für heute als erledigt betrachtet. Wir werden uns über das Thema ÖPNV noch genug unterhalten, aber es ist jetzt eigentlich nicht mehr Gegenstand der Abstimmungsgrundlage. Insofern weiß ich jetzt nicht richtig, was jetzt die Abstimmung über Punkt C noch soll. Ach, den Fährbetrieb wollen Sie in Frage stellen. Na gut, Hauptsache irgendwas in Frage stellen. Okay, danke. So, bevor wir zur Abstimmung kommen, noch zwei Sätze vom zuständigen Beigeordneten. Ja, das war ja die letzte Ausschussberatung vor der Sommerpause. Und die hatte dann noch so zu dem Tagesordnungs-, zu dem Beschlusspunkt
2E dann ja sozusagen schon eine, so eine heitere Stimmung erzeugt. Ich habe damals schon erklärt, dass beim Körnerweg die Situation so ist, dass ihr an der Saloppe die Stadtentwässerung baut und dass es da natürlich um die Zufahrten für die Baustelle insbesondere gibt und für die unmittelbare Durchführung dort vor Ort. Wenn wir die Löschwitzer Brücke bauen, das Blaue Wunder, dann müsste sozusagen, wenn wir über Radverkehrsführung reden, natürlich dann die Frage auf oder an der Brücke gestellt werden und nicht sozusagen parallel zur Baumaßnahme. Insofern, Sie wissen, wir finden uns dort im Landschaftsschutzgebiet. Wir können uns da nicht vorstellen, wie wir einen aufgeschütteten, die Diskussion gab es ja im Ausschuss, zweiten Elbradweg mit der Baumaßnahme auf der Loschwitzer Brücke verargumentieren können und dafür eine Genehmigung zu bekommen. Das haben wir Ihnen schon deutlich gemacht. Insofern, klar, es ist ein Prüfauftrag, aber die Richtung, wie dieser Prüfauftrag ausgehen kann, das denke ich, habe ich im Ausschuss relativ deutlich formuliert. Gut, Sie waren kreativ, aber so kreativ, wenn es um Genehmigungsfragen geht, können wir dann sicherlich nicht sein. Zumal es ja dann um eine Zustimmung gibt von anderen Behörden. Wie gesagt, wenn wir uns im Landschaftsschutzgebiet befinden, wo ich schon eine Prognose habe, wie das ausgeht. So, damit kommen wir zur Abstimmung. Es ist beantragt, die Punkte D und E dann jeweils separat abzustimmen. Da fangen wir gleich mal an, damit wir mal von hinten das Pferd an aufzuzäumen. Also ich würde jetzt die Punkte D und E jeweils separat abstimmen und dann die restlichen Punkte, und das ist ja dann 1, 2, B im Prinzip noch, und der Rest war sowieso aus dem federführenden Ausschuss ablehnend. Also beginnen wir mal mit, wer dem Punkt D seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Enthaltung. Ja, 28 Nein, eine Enthaltung. Damit wird das so angenommen. Wir kommen zu E. Wer diesem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung. Ja, 43 Ja, 23 Nein, eine Enthaltung. Wäre damit so beschlossen. Und wir kommen zu dem Rest, was noch übrig bleibt, also der Punkt 1 und 2b ist das im Prinzip. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen. Enthaltung. 48 Ja, 16 Nein, eine Enthaltung. Damit so beschlossen.